Und damit herzlich willkommen zur For Honor Beta. Ich war einer der Glücklichen, der einen Beta-Key bekommen hat. Ich gehe mal davon aus, dass das relativ viele waren, die Beta-Keys bekommen haben. Und wir werden uns For Honor ein bisschen genauer anschauen, ob das Spiel was taugt oder ob nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was uns in der Beta erwartet, ob es nur Multiplayer gibt, ob es auch Singleplayer-Einheiten gibt. Da hat mich auch schon die ersten Freunde ein, die ich eingeladen hatte. Aber wir schauen uns das erstmal alleine an und ja, drücken erstmal eine beliebige Taste zum Fortfahren. Auf geht's. Und hoffen natürlich, dass die Server momentan stabil laufen. Viel Spaß beim Intro. Es gab keine Anzeichen. Es kam ohne Warnung. Das Verhängnis kam zu uns allen. Die letzten Verzweifelten kämpften um ihr Überleben. Vielleicht gab es die Gelegenheit für Frieden. Aber Verzweiflung und Vertrauen gehen selten Hand in Hand. Und so begann ein Jahrtausend der Konflikte. Tausend Jahre Krieg. Die größten Krieger, die die Welt je gesehen hat. Der Grund ihres Kampfes verloren in der Geschichte. Und doch stehen sie immer noch hier und suchen nach einem Zeichen des Friedens. Ich werde sie eines Besseren belehren. Ich bin Apollyon. Ich bringe den Krieg. Grandioses Intro. Grandioses Intro. Viele werden das bestimmt schon von YouTube kennen. Vielleicht nicht komplett, aber so schnipselweise. So. Für wen möchtest du kämpfen? Deine Wahl hat keine Auswirkung auf die Auswahl an spielbaren Helden und das Gameplay. Da ich irgendwie sehr auf Samurai stehe, glaube ich, dass ich auch Samurai wählen werde.
Schauen wir mal. Ritter. Die tapferen Ritter von Aschfeld sind der Inbegriff von Macht. Sie wurden von der Eisernen Legion geschickt, um das Land zu befrieden. Seitdem haben sie Geschmack an der Freiheit gefunden und Aschfeld zu ihrer neuen Heimat gemacht. Die Wikinger. Die Wikinger leben im eisigen Valkenheim. Sie rauben und plündern, um die kargen Ressourcen ihrer Heimat aufzustocken. Die Clans leben relativ friedlich miteinander, auch wenn es für Außenstehende eher nach einem ständigen Krieg aussieht. Und die Samurai von Myre, ich nehme an Myre, sind aus einem Bürgerkrieg hervorgegangen, die sie entzweit hat. Trotzdem sind die rivalisierenden Häuser fest entschlossen, gemeinsam ihr Land zu verteidigen und ihre kriegerischen Nachbarn in die Schranken zu weisen. Also dann, Samurai. Okay, alles klar. Hintergrundemblem. Ich werde das erstellen und werde euch aber weitere Details dazu ersparen und das einfach so erstellen. Also sieht man sich gleich, wenn ich es fertig habe. So. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt total vergessen, das Emblem zu zeigen. Ich hoffe, man sieht es gleich nochmal. Ich habe einfach nur gerade irgendwas gewählt. Mal schauen. Ladebildschirm. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob alles auf Ultra gestellt ist. Ich schaue das eben nach und melde mich gleich wieder. So, und da sind wir im Spiel. Jetzt habe ich total vergessen, das Symbol zu zeigen, fällt mir gerade ein. Nachher oben rechts in der Ecke sieht man es nochmal. Wir befinden uns jetzt im Tutorial. Ich habe wirklich noch nichts gemacht. Schauen wir mal, wie es sich spielt. Okay. Mit dem linken Trigger. Deckungsmodus, okay. Okay, mit dem linken Stick können wir uns bewegen. Ah, okay. Das heißt, wenn wir den linken Trigger gedrückt halten und dann kurz loslassen und wieder gedrückt halten, wechseln wir das Ziel. Deine Deckung legt fest, in welche Richtung du angreifst und blockst. Aktiviere die Deckung mit LT, ändere sie mit R. Okay, alles klar. Krieg ich hin. Okay. Okay, alles klar. Drück und halte B, unaktiven Deckungsmodus, um das Training zu beenden. Okay. Oh, hey. Um zu blocken, bewege deine Deckung in Richtung des Angriffs. Das sollten wir hinkriegen, hoffe ich. Und oben? Greif an. Ich hab doch. Jetzt aber. Komm her. Na los, mach was. Okay, ich weiß nicht, ob wir das halten müssen. Ich versuch mal, den rechten Stick nicht zu halten. Okay. Wenn wir den nicht halten, blockt er trotzdem. Gut. Na los, greif mich an. Na los. Nummer 1. Nummer 2. Von oben. Ja. Gut. Okay, Trainingsmodus beenden. Können wir jetzt endlich angreifen. Greife dort an, wo der Gegner ungedeckt ist. RB für einen leichten Angriff, RT für einen schweren Angriff. Okay. Kriegen wir hin. Geht's nur leichte vorerst.
gerne auch mal einen schweren machen und das zeigen, aber das Spiel lässt mich nicht. Das geht auch relativ flott. Okay. Alles klar, nochmal eins hinüber. Wir brauchen einen neuen Smurf. So, jetzt schwere Angriffe nehme ich an. Ja. Okay. Abeamus! Okay, den hat er geblockt, da habe ich nicht aufgepasst. Hinüber, hinfort mit dir. Du kannst jederzeit die Aktionsliste deines Helden ansehen, indem du Start drückst. Okay, Aktionsliste. Ah, wir haben sogar Kombos. Nice. Die werde ich mir, glaube ich, später mal genauer anschauen. Ausfallgriff. Hey, ich habe mir das wesentlich einfacher vorgestellt. Ich habe mir das wesentlich unausgereifter vorgestellt, das Kampfsystem nur quasi blocken und angreifen. Aber das sieht ja doch relativ gut aus. Bin beeindruckt soweit. Gut, dann auf zu A. Mit A rollen wir. Was war jetzt? Das war X. Was macht er mit Y? Was war das? Es sieht so aus, als könnte ich mit Y irgendwie totstellen, ausruhen. Mit B macht er nichts. Ach, das ist ein Jubel, okay. Einmal drücken Y ist ein Jubel. Gedrückt halten ist hinlegen, warum auch immer. Was er mit X macht, weiß ich jetzt nicht. Das muss ich nachher nochmal nachschauen. Und A ist wie gesagt die Rolle. Auf zu A. Töte alle Feinde in einer Eroberungszone und halte sie für einige Sekunden feindfrei, um sie zu kontrollieren. Sollten wir hinkriegen. Da war dieser Drachenangriff, glaube ich. Na los. So. Wow, was geht denn hier? Auf in den Kampf, meine Minions! Drücke A für eine Auswischung. Ja, das habe ich ja gerade schon mitbekommen. Können wir die jetzt auch niederstrecken hier? Krieger können nicht aufgeschaltet werden. Lass LT los, dann drücke RB oder RT, um sie zu töten. Okay, gut. Kriegen wir hin. Wieder doch relativ flott. Töte Gegner, um deinen Kriegern zu helfen, die Front zu verschieben. Oh. Okay. Ey. Kannst du mal aufhören? Wow. Okay, also es fühlt sich definitiv sehr wuchtig an, wenn man zuschlägt. Aber die Kombos, wie sie... Ah! Wie sie angezeigt wurden im Menü, scheinen hier nicht zu greifen. Das, wenn ich jetzt hier diese zwei kurzen Angriffe, dann den schweren... Nee, macht er nicht. Aber es läuft auf jeden Fall sehr gut. Ich bin mit dem Bild an sich nicht so ganz zufrieden. Ich habe zwar um die 70 FPS momentan. Allerdings kommt mir das alles ein bisschen sehr ruckelig vor. Na, töte ihn doch. Muss ich hier in der Zone bleiben, um das... Achso, ich muss zu C. Sag mir das doch mal einer. Sprinten können wir auch. Weiß nicht, ich bin mit dem Bild nicht so ganz zufrieden. Aber okay, das könnte auch einfach nur an mir liegen. Weiche im richtigen Moment aus, um Angriffen zu entgehen. Okay. Ups.
Okay, dieses Kampfsystem muss ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen gewöhnen. So. Ziel erfüllt. Dich auch noch. Durchbricht die Deckung deines Gegners um verkettete im Anschluss. Was? Und verkette im Anschluss einen leichten Angriff. Ach, das war X. Okay, alles klar. Das sollte ich hinkriegen. Greife ich nochmal an. Willst du nicht? Okay, gut. Mach ich so. Stirb. Durchbrich die Deckung deines Gegners und verkette im Anschluss einen weiteren Deckungsdurchbruch, um deinen Gegner zu werfen. Du kannst die Richtung des Wurfs steuern. Okay, nice. Läuft. Er blockt mich halt die ganze Zeit. Super, läuft ja. Jetzt haben wir C erobert. Nice. Herzlichen Glückwunsch, du erhältst 2000 Credits, was auch immer das für Credits sind. Zurück zum Hauptmenü. Nettes Tutorial. Okay. Ich würde sagen, das war's erstmal für Part 1, das Tutorial an sich. Ich weiß, war jetzt nicht sonderlich spektakulär, aber als erster Einblick sollte es für die erste Folge erstmal gewesen sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Folge 2 wieder. Und vielen Dank fürs Zuschauen an die Leute, die da waren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.